Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute am Freitag gibt es nochmal eine Folge Stumble Guys. Ja, mit meinem Original-Account und nicht mit meinem Xbox-Account. Das heißt, es läuft ein bisschen besser. Lange Rede, kurz, wenn ihr Bock habt, lasst mal ein Abo da, schaut, kommt eure Video, die Glocke, liked das Video. Ich habe P-Glocke, da können wir sagen, los geht's. Space Race, dreimal schnelle Runden. Also, es sind schnelle Runden. Ich denke, wir werden hier beschleunigt beim Rennen. Und auf dieser Karte dreimal ist doch kein Problem. Nee, fühlt sich irgendwie nicht an, als wenn wir beschleunigt. Also, es ist eigentlich ein normales Rennen, nur. Schnell? Ich weiß noch nicht, ich kapiere es noch nicht, aber okay, probieren es mal, ja klar. Ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Karte, finde ich echt cool hier mit den ganzen Saturns. Oh, die ganzen schönen Ringe des Saturns hier, es sind mehrere Saturne, also da ist Saturn mal richtig gut da und Mediamarkt total am Arsch. Bullshit, was laber ich, weiß es nicht. Mal gucken, ob wir hier irgendwie, oh, ich muss hier lang, scheiße, war ein dummer Weg. Nein, nein, nein. Oh, oh, Gott, kack. Okay, ich nehme den Weg. Mal gucken, ob ich noch hier drauf komme. Das ist auf jeden Fall der bessere Weg, der schnellere Weg. Naja, ich war gut dabei. Hauptsache, ich kann mich unter die ersten 8 bewegen. Danke. Ich meine, ich hoffe, ich komme trotzdem noch unter die ersten 8. Der macht hier irgendwie schon ein bisschen blöd. Ah, genau. Er hat gesehen, dass die links rübergehen. Das ist schlecht. Ja. Finish, nice, wir haben uns qualifiziert. Bei einer von den ersten dreien. Geil, was soll ich sagen? Ist schon fast peinlich, aber ist cool. Wir sehen uns natürlich jetzt in der nächsten Runde wieder. Das Halbfinale. Nalle. Naja, wir warten noch, wir gucken noch zu, wie weit die hier kommen. Drei fehlen ehrlich noch im Ziel. Wir sind doch mit 16 gestartet und nicht. Okidoki. Ja, springen, Hansen, springen bitte. Ja, sehr schön, hast du gut gemacht, Hansen. Nice. Und jetzt nochmal springen, Hansen, springen. Ja, sehr schön. Das macht ja Hansen ganz gut. Das ist, glaube ich, ein echter norddeutscher Name, oder? Hansen oder Schwedisch, ich weiß es nicht. Könnte aber hinkommen. So, jetzt Salang Hansen. Ja, du nimmst den langen Weg, ist auch okay, habe ich auch versucht. Bin ich voll auf die Schnauze geflogen. Dann habe ich den kurzen genommen und kam noch als Dritter rein. Ey, es fehlen immer noch drei Leute. Los, Hansen, beweg dich. Komm unter die ersten 8. Na, links, Hansen. Ganz links, nicht rechts, nein. Hä? Was ist los? Zeit abgelaufen? Und Runde Nummer 2, Halbfinale. Wir sind statt 8 nur noch 5. Und es kommt 4 weiter, also einer kann ausscheiden. Das ist sehr schön, so muss das sein. Mal gucken, ob ich unter die ersten 4 komme. Eben war ich ja unter den ersten 3. War aber mehr Glück als Verstand. Deswegen gucken wir mal. Ich gehe doch wieder hier lang. Laufen wir mal den Quirl lang. Ja, wir nehmen den Weg, das ist auch ganz fein. Ah, er ist ein bisschen schneller, aber ich muss auch nicht Erster werden. Er wartet, dass die Steine weg sind. Finde ich gut. Ich dachte, er wartet auf uns. Oh Mann. Er ist doch kein Teamplayer hier, ne? Nein, 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 der war zu kurz. Oh, der war nämlich eigentlich zu kurz gerade. So, nicht vergessen, wir wollen da auf die Plattform. Das ist der bessere Weg. Ein Plattformer zu sein ist natürlich besser. Ja gut, man kann gleich dahin. Ich will immer den safen Weg springen, weil ich nicht Bock habe zu fallen. Fall dann trotzdem, also schon echt gut. Eben war es links, dann würde ich sagen, jetzt ist es die Mitte oder beziehungsweise rechts. Wir gucken mal, er nimmt den rechten Weg. Ich nehme mal die Mitte und, ich habe recht. Ja. Und... Ball. Ich kann mich nicht dran formieren. Warum nicht? Gerade so Zweiter geworden. Ich will meinen Ball haben. Warum ist denn die Ansicht so komisch rechts? Und schafft unser Transformer es. Wie viel sind eigentlich noch dabei? Wer ist jetzt näher? Transformer oder? Nee, Transformer ist näher. Der Killer Asla. Okay. Der Killer ist auf jeden Fall näher dran, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, dass Tistani gar keinen Bock hat. Oh, und jetzt nimmt die Mitte. Boah, der wird unsichtbar. Wie geht das denn, ey? Kann der wirklich kurzzeitig unsichtbar werden? What the fuck? Okay, cool. Warum nicht? Und jetzt kommt das Finale. Und da will ich natürlich voll abkacken. Aber bleib dran. Wieso habe ich denn gestoppt? Space Race. Die letzte Runde. Finale. Schaffen wir das? Ich würde sagen, hier machen wir aber eine normale Karte. Normale Runden. Weil, nochmal Space Race. Oh, das ist doch nicht normal. Ey, die ganze Zeit eben nicht scheiße gebaut. Besser als zwei von den anderen. Oder auf einmal berühre ich ihn und komme überall hin, nur nicht, wo ich hin will. So, what? Bist du ja jetzt aufgeregt? Nö, eigentlich nicht. Aber egal, mir geht es hier nicht ums Gewinnen. Also, so weit hinten ich bin, werde ich sowieso jetzt nicht gewinnen. Na, komm, schaff es noch. Die Planeten nehmen uns mit. Oh, die sind schneller als wir. Dumme Idee. Oh, sie kicken uns gut weg. Oh mein Gott, was brauche ich denn hier am Ende für Scheiße? Ey, ich war vorhin wirklich Dritter, Zweiter... Und jetzt brauche ich nur noch Scheiße. Transformer zum Glück hinter mir. Okay, warten. Der Sprung ist möglich, das wissen wir. Wir haben es gesehen.
Und hier nehmen wir mal eine Abkürzung. Sport, der ist ja auf unserer Höhe. Das gibt's doch nicht. Also theoretisch ist jetzt wieder links. Ich gehe mal rechts und riskiere es. Weil ich einfach hoffe, dass das so geradlinig ist. Danke. Nein, ganz links. Nein, ich wusste, dass wieder links ist. Habe ich das nicht gesagt? Mist, aber hey, waren noch nah dran, ne? Jetzt gucken wir uns mal den Gewinner hier an. Ey, mal gucken, wer es ist. Hängt alles ein bisschen. Ja, cool, kein Problem. Ah, Killer Asla ist es. Oder was? Wer ist es? SGP Goat. Ah, der war von erster, ne? Ja, der ist auf jeden Fall der Sieger. Herzlichen Glückwunsch und weiter geht's. Paint Splash. Jetzt, wie gesagt, noch ein paar normale Runden hier, ne? Ja, mal gucken, ob wir es überhaupt ins Halbfinale schaffen oder ins Finale. Gewinnen tue ich hier seltener. Ich bin auch wieder immer überrascht, wenn ich hier wirklich gewinne. Nein, ich bin jetzt noch an die Schwerelosigkeit aus der vorigen Runde gewöhnt. Passiert. Die haben wir ja gerade nicht mehr. Das ist immer sehr toll. Ich gehe trotzdem hier lang. Nehmen ruhig mal einen Umweg in Kauf. Das lernt man schon in der Fahrschule. Wenn ihr euch verfahren habt, nehmt den Umweg in Kauf. Oh, ja, knock mich aus. Danke. Dumme Idee. Nein. Oh, Kacke. Nein, komm, spring. Beweg dich doch. Ah. Ich liebe es, wenn ein Plan... Ich schwöre, ich mache das nicht extra. Das ist einfach... Manchmal ist man echt unkonzentriert und wird einfach nur weggehauen. Ist doch gut. Beruhig dich mal. Mann, ich will doch mal die... Wie kommt man denn... Ich komme doch sonst hier dran vorbei. Mann, was ist denn los? Also, ich würde sagen, es liegt am Leck, aber es leckt nicht, sondern einfach, es will mich nicht, es mag mich nicht. Ey, Mann! Ja, wir sind auf jeden Fall raus, wir sind gleich in der nächsten Runde wieder. Das ist doch, was war das jetzt für Mobbing, ey? Ja, sorry, also... Déjà-vu, wir haben ja schon wieder dieselbe Karte. Ich fliege ja bestimmt gleich wieder am Anfang raus. Ah, oh, ich würde jetzt so gerne auf den Leck schieben, aber ich habe am PC den Leck nicht, wie auf der Konsole beim Aufnehmen mit der Capture Card. Das war eine echt dumme Idee von mir gerade, ja. Hier sind gerade viel zu viele. Ich sehe mich nicht mal bei den ganzen Namen. Ich weiß, warum Volker es gesagt hat, hey, man kann die Namen ausblenden und warum die irgendwann gesagt haben, hey, nicht als die Namen ändern kostenlos, weil das nervt. Ich kann es verstehen. Jetzt mache ich es richtig, ne? So geht's. Ja, ich kann es doch eigentlich, ne? Ich kann es doch eigentlich. Ja, eigentlich schon, ne? Aber nicht immer. Das war jetzt eine dumme Idee, aber egal. War auch nicht kürzer. So geht das eben, ne? Ja, ab dem Flügel drauf. Danke. Echtsprung. Passt das? Ja, sehr schön. Okay, jetzt will ich... Warum ist es so komisch vom Menü? Nee, und scheiße, ich komme gerade auf das Menü nicht klar. Ja, danke. Super, ich fliege jetzt raus. Ich fliege jetzt kurz vom Ziel. Was ist denn gerade los? Lost Temple. Hey, endlich mal eine andere Karte. Hey. Also man denkt, dass ich in den ersten Abschnitt, wo es um den Speedrun ging, eigentlich sehr gut performt habe. Kapiere ich nicht, was jetzt hier gerade schief läuft. Aber, boah. Kein Problem. Ich fühle es. Ah, ich mag das Game trotzdem. Stumblegeist, Vollgas, ich mag es. Ich verstehe nur, warum bei Vollgas die Namen ausblendbar sind, weil die gerade echt abfacken, wie ihr vorhin gesehen habt, wenn alle so eng sind. So eng beieinander sind, ne? Ja. Eng können sie sein, das ist mir egal. Und jetzt könnte es auch weit sein. Was laber ich da? Ich weiß es nicht. Ich laber scheiße auf laufenden Band wie bei Karel. Ich glaube, ich bin zu alt und ihr zu jung, um das zu verstehen. Oder natürlich auch, wer das Video guckt. Töne über die Fäuste sliden. Das kann man auch missverstehen. Ah, ich will mich doch nur qualifizieren. Aber warum haben sie das Menü geändert? Also den Ball mache ich jetzt mit... LT? Ach, ich muss die Menüs darüber... Yo, ist das jetzt trotz allem Xbox-Menü oder wie? Ich spiele doch über Steam. Ah, nö, ist das dumm. Es fühlt sich im ersten Moment komplizierter an, als es ist. Aber vielleicht ist es effektiver. Wir testen das gleich mal. Aber hey, wir konnten uns qualifizieren. What the fuck? Nach zwei Loser Rounds konnten wir endlich uns qualifizieren. Nice. Geil. Finde ich gut. Ah, Addukte. Ich kann es nicht aussprechen, wenn mein Videos kein Weiß ist. Die Karte mag ich eigentlich nicht so. Aber guck, ob wir ins Finale kommen. Das wäre ja echt toll. Also, LT gedrückt halten. Ball A. Okay. Ja, ist jetzt natürlich ungewohnt, weil jetzt kannst du auch deine Emotionen machen. Und ich glaube, damals war es nur so, dass die Emotionen einfach nur durch die Effekte ersetzt wurden. Wie sagt man? Aktivität, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Durch die Aktionen einfach nur ersetzt wurden. Jetzt hast du beides. Brauche ich jetzt nicht beides. Mir reichen die Effekte. Oh, dumme Idee. So, nice. Wie gesagt, ich möchte nur weiterkommen. Nur weiterkommen. Ich möchte nur einmal das Finale sehen. Okay, okay, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Die Plattform ist eigentlich immer die schlechteste, die ich wählen kann. Aber, nice, läuft. Nein, blödes Raumschiff, komm, ja, 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 nein! Ich hasse die UFOs. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, Alter, wo bin ich denn hin, ey? Alter Schwede. Nein, lass mich gehen, lass mich gehen.
Lass mich doch. Nein, warum? Warum? Ich hechte nicht. Ich dachte, ich springe. Oh, das Spiel ist teilweise so verbuggt. Jetzt fliegen wir raus, weil das Spiel selber gar nicht weiß, was es da tut. Theoretisch hatte ich Bodenkontakt und hechte dann doch nicht. Jetzt mach doch mal Bodenkontakt hier. Dann ist man doch eigentlich nur am normal springen. Das hatte ich eigentlich vor. Und dann macht er mir den Hecht. Das gibt's doch nicht. Er ist ein schöner Fisch, aber so ist nicht. Also, ne, wollen wir ja nichts Falsches gegen die Hechte sagen. Aber, nee. Boah, kann ich mich wirklich noch qualifizieren? Nein. Oh, komm, schnell. Danke, Bro. Oh mein Gott, Siebter. Er wird Achter. Alter, danke. Das war ja Knirsch. Hätte ich nicht gedacht. Bot Bash als Finale. Was soll ich sagen? Können wir eine Krone holen oder beenden wir das Video als Loser, Verlierer und schämen uns gleich? Ich weiß es nicht. Wenn ihr Bock habt, lasst doch mal ein Abo da, schreibt es Kommentar, wie die Glocke, liked das Video. Falls ihr euch irgendwie bei mir unterhalten fühlt, würde ich mich theoretisch drüber freuen, eure Namen unter verschiedenen Videos zu lesen. Es würde echt toll für das Ego sein. Ich mache ja auch schon seit 5 Jahren YouTube, ne? Wenn dieses Jahr 5 Jahre, ich könnte größer sein, ne? Jetzt kann man sagen, oh, ich raus. Hat aber doch, habe ich jetzt eigentlich 2000 Abonnenten? Keine Ahnung. Muss sagen, das war Eigenwerbung, also aus eigener Kasse bei YouTube meine Videos als Werbung geschaltet und muss sagen, ich fühle mich von YouTube mächtig verarscht. Ich habe zwar Abonnenten, aber keine Zuschauer. Also hat das Geld sich gelohnt. Also mach das nicht. Der beste Push ist immer noch, wenn ein großer YouTuber euch pusht. Dann kommt ihr auch groß raus. Ansonsten seid ihr wie ich blitzeklein unschuldig und keiner interessiert sich für euch. Ah! Also letztes Mal habe ich auch Bullshit gelabert und habe eine Krone bekommen im letzten Video, ne? Darf man das heute wieder? Nein, glaube ich nicht. Okay. Ja, sind viele rote. Die sind auch aggressiv. Jo, ist das ein Schieber. Immer noch 3 Stück drinne, das gibt's doch nicht. 2, einer noch, ne? Ne, 2 noch. Nein. Oh, Kacke, nein. Das war ja schön. Egal, Popcorn noch. Popcorn schafft es auf jeden Fall. Ich würde sagen, Popcorn hat's geschafft. Wir gucken uns mal den Gewinner an, ne? Wie immer, ihr kennt meine Videos, natürlich. So, zeig mal. Das ist Popcorn. Auch irgendwie ein cooler Charakter, finde ich ähnlich. Nice. Elvin, 2015. Gratulation, du hast es verdient und ich bin lieber raus. Also was soll ich sagen, ich raste wirklich mit dem Menüaufbau nicht, genau wie auf der Xbox. Ich hatte mal so ein ähnliches Menüaufbau, dann irgendwie auf einmal nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum die Menüs sich jetzt ändern. Und ich verstehe auch nicht, warum man nicht mit Steam auf Xbox spielen kann, warum man nur Xbox spielen kann. Ist doch plattformübergreifend, finde ich schade. Aber was soll man machen? Lange Rede, kurz, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, dann lasst mal ein Abo da, schaut es kurz, wie die Glocke, liked das Video und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es ist Freitag, schaltet morgen wieder ein, wenn es bei mir irgendein Video gibt und lasst euch überraschen und bespaßen und lacht über mich. Es würde mich freuen, wenn ich euch irgendwie unterhalte. Ich bin hier mit raus. Peace out.